Hey Leute, ich bin heute in Yokohama unterwegs auf dem Pikachu-Fest. Und zwar ist das ein 5 Tage langes Fest und nur heute gibt es auch eine Pikachu-Parade. Und dabei werden 100 Pikachus hier durch Yokohama rumlaufen. Da bin ich schon mal sehr gespannt, was wir da heute sehen. Es gibt hier einen sogenannten Pokémon Go Park und das Lustige ist, dass sie sogar einen extra Wagen hingestellt hat, der noch ein bisschen das mobile Netz verstärkt, damit das Ganze auch nicht ganz so oft crasht. Aber es tut es trotzdem. Es sind halt einfach zu viele Leute. Wir sind jetzt hier ein bisschen rumgelaufen und haben schon einige Pikachus gesichtet, aber wir machen uns jetzt auf den Weg zu der Parade und ich hoffe, wir finden das. Es ist irgendwie nicht so einfach zu finden und wir haben jetzt ja auch so lustige Hüte bekommen, die total dämlich aussehen eigentlich, aber naja. Wir sind jetzt hier an der Straße, wo die Pikachus dann gleich langlaufen werden, aber hier sind einfach so viele Leute. Es ist unglaublich und ich weiß nicht, ob da ansatzweise was Gutes an Videos bei rauskommt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so extrem voll wird. Es ist so lächerlich, wir werden nicht viel sehen können. Alle Leute halten ihre Kamera ans Bild. Die ganzen Leute hauen nach und nach ab und ja, es ist schon echt lustig. Hätte ich gewusst, dass es so voll wäre, wäre ich glaube ich eher schon zu dieser Straße gekommen. Aber ich glaube, selbst wenn man hier, was weiß ich, 3 Stunden vorher da ist, ist es bestimmt schon mega überfüllt, weil so viele Leute wie das waren. Das war echt unglaublich. Dort, wo ich dann ging es noch, es gab Stellen, da war es bestimmt so 2-3 Meter nur Leute, bis du dann die Pikachus hättest sehen können. Und ja, es war aber auf jeden Fall mega lustig zu sehen, was sie machen. Und das Lustige ist halt auch, dass es bei diesem Event jedes Jahr doppelt so viele Pikachus gibt wie bei dem Jahr davor. Dieses Jahr waren es 100 und letztes Jahr sozusagen 50 und nächstes Jahr wären es dann 200 oder so. Und wenn man halt zu der Zeit in der Gegend ist, sollte man es echt mal auschecken. Das Ganze hat gegen 16.40 Uhr geendet und es hat jetzt echt fast eine halbe Stunde gedauert, bis das Internet wieder so war, dass ich mir einen Zug raussuchen konnte. Und ja, ich habe mir jetzt einen Zug rausgesucht und werde dann jetzt zurück nach Kobe fahren. Ich bin mega geschafft irgendwie, weil es halt auch so heiß ist. Und ja, ich hoffe, euch haben die 3 Tage gefallen. Es geht jetzt demnächst 4 Tage nach Hiroshima, 2 Tage nach Nagoya. Freut euch auf die Videos. Und ja, damit sage ich dann erstmal Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video wieder.